Herzlich willkommen zur 16. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Es gibt Hinweise auf dem Dokumentenserver und heute beschäftigen wir uns mit dem Binärbaum. Die Idee ist, dass die Datenstruktur zwei Nachfolger aufweist, einen linken, einen rechten Nachfolger. Das heißt, ausgehend von einem Wurzelelement teilt sich der Binärbaum in jeder Ebene in zwei weitere Bäume, also rekursiv, wieder auf. Das Einfügen erfolgt dabei nach einem festen Sortierkriterium. Das heißt, füge ich rechts oder links ein Element in den Baum ein, hängt von einem Sortierkriterium, zum Beispiel alphabetisch oder größer, kleiner, ab. Man spricht beim Binärbaum von Knoten, wenn sie Nachfolger aufweisen, oder von Blättern, wenn sie quasi keine weiteren Nachfolger aufweisen. Also hier in dem Bild dargestellt der Baum mit einem Knoten und zwei Blättern. Wenn wir einen Binärbaum, also hier mal ein sortierter Baum, mit einer verketteten Liste vergleichen, dann sehen wir, dass der Zugriff auf den Binärbaum sehr viel schneller erfolgen kann als auf die Liste. Nehmen wir als Beispiel das letzte Element der Liste, hier jetzt einfach der Buchstabe G. Wollen wir auf G zugreifen, müssen wir die komplette Liste durchlaufen, also sechs Elemente vor dem G durchlaufen, bis wir auf dem G landen. Beim Binärbaum sind es eben nur drei Stufen, das heißt, wir gehen über das D zum F und gelangen auf das G. Das heißt, die Ordnung der Suche im Baum ist logarithmisch, das heißt sogar genau logarithmisch duales. Wir teilen das Suchproblem auf jeder Ebene in zwei Teilprobleme auf, also rechtes Problem, linkes Problem, während bei der Liste müssen wir linear in der Liste weiterlaufen. Natürlich funktioniert das Ganze nur für einen sortierten Binärbaum. Im schlimmsten Fall wird aus einem Binärbaum eine einfach verkettete Liste. Wenn nämlich die Elemente bereits sortiert vorliegen, dann werden sie auch wieder sortiert eingefügt. Und dann hätte ich eben zum Beispiel nur den linken Nachfolger. Dann würde aus dem Binärbaum eine verkettete Liste werden. In der Praxis ist dafür eine sogenannte Balancierung des Baums erforderlich. Das heißt, man versucht die Tiefe, die Ebenen des Baums gleich zu halten, einen ausgewogenen Baum zu erreichen, damit der Zugriff auf ein Element eben bei der Suche logarithmisch bleibt und nicht linear wird. Die Mächtigkeit des Binärbaums kann man ganz schön an einem einfachen Beispiel erkennen. Wenn ich 1024 Elemente in einer Liste habe, dann muss ich unter Umständen diese 1024 durchlaufen. In einem ausbalancierten, sortierten Binärbaum habe ich eben maximal 10 Elemente, die ich durchlaufen muss. Und haben wir eine Million Elemente, dann sind es 20 im Binärbaum. Haben wir eine Milliarde, dann sind es 30 im Binärbaum. Die Balancierung des Binärbaums ist nicht Bestandteil der Vorlesung. Wir schauen uns da Verfahren im Rahmen von Programmerzeugungssysteme im späteren Studium noch an. Wir betrachten heute ganz einfach, wie man einen Binärbaum erstellt, wie man Elemente in so einen Baum einfügt. Und dazu legen wir uns zunächst eine Hilfsfunktion an. Ich habe die mal hier createStringNode genannt. Die Idee ist, wir speichern Strings in einem Binärbaum ab. Und hier kommt wieder das Prinzip der unvollständigen Datenstruktur zum Einsatz. Unser Name-Element ist in der Struktur nur ein Byte groß. Das heißt, wir allokieren so viel Speicher, wie wir für unsere Binärbaumstruktur brauchen, plus der Länge des Namens, kopieren den Namen in die Struktur und setzen die Nachfolger auf Null. Wenn wir nun einen Knoten in den Binärbaum einfügen wollen, dann gehen wir jetzt wieder in diesem Beispiel von einer globalen Wurzel aus. Die heißt jetzt hier Root String, ist die Wurzel des Baums. Das Einfügen in den Baum ist jetzt hier dreigeteilt. Der erste Zugriff erfolgt wieder auf die Wurzel. Wenn die Wurzel leer ist, dann wird die Wurzel gesetzt. Also ganz einfach, wir fügen den Namen in den Baum ein, indem wir ein neues Wurzelelement mit createStringNode erzeugen. Der zweite Teil ist nun, wenn die Wurzel bereits gesetzt ist, dann verwenden wir wieder eine Laufvariable, hier jetzt ein TreePointer genannt. Der TreePointer zeigt auf die Wurzel und wird jetzt verwendet, um durch den Baum zu durchlaufen. Wir schauen uns jetzt hier im Rahmen der Vorlesung eine iterative Lösung an. Im Beispiel werden wir das Ganze auch nochmal rekursiv an der Virtual-C-IDE anschauen. Die Idee ist jetzt jedes Mal bei beiden Beispielen, dass wir nur neue Knoten hinzufügen. Das heißt, wenn ein Knoten
bereits existiert. Wenn ein Name bereits im Baum abgespeichert ist, dann wird er nicht ein zweites Mal abgelegt. Man nennt sowas auch ein Set, das heißt eine Struktur, die nur individuelle Elemente aufnehmen kann. Deswegen haben wir hier jetzt ganz einfach, banal eine Endlosschleife. Wir müssen durch den Baum durchlaufen. Wir kennen die Tiefe des Baums nicht. Man könnte natürlich hier auch auf While Tree Pointer, solange die Laufvariable gesetzt ist. Wir vergleichen den Namen unserer Laufvariable mit dem neu einzufügenden Namen. Wir speichern das in einer temporären Variable. Ich habe sie hier comp genannt. Einfach deswegen, um nicht mehrfach den Vergleich durchführen zu müssen. Wir müssen auf drei Dinge vergleichen. Auf Gleichheit, dann brechen wir ab. Wir gehen quasi bei Gleichheit. Sie erinnern sich, String Compare liefert 0. Also es gibt keine Differenz zwischen zwei Strings. Dann sind die beiden Strings gleich. Compare liefert 0. Dann gehen wir aus der Funktion raus. Der Name ist schon einmal in der Liste vorhanden. Wir prüfen auf kleiner 0. Wir wollen alphabetisch einsortieren und wir haben in der westlich geprägten Welt die Eigenschaft, Dinge von links nach rechts zu sortieren. Das heißt, wenn etwas kleiner ist, dann fügen wir es auf die linke Seite ein. Wenn etwas größer ist, dann fügen wir das Ganze rechts ein. Wenn also unser neuer Name kleiner ist als die aktuelle Laufvariable, am Anfang natürlich als die Wurzel, dann schauen wir im nächsten Schritt, ist denn auf der linken Seite des Baums, dieses Knotens, ein Platz frei? Wenn ja, tragen wir direkt dort ein. Dann haben wir quasi schon das letzte Blatt erreicht. Wir sind quasi ganz unten im Binärbaum angekommen. Wenn der Knoten besetzt ist, das ist hier der erste Fall, dann müssen wir in dem Baum uns weiter bewegen. Dann setzen wir unsere Laufvariable auf den linken Zweig. Damit haben wir das Kleine abgedeckt, das heißt, entweder fügen wir direkt ein, weil der Platz frei ist, oder wir verwenden die linke Seite als unseren neuen Baum, in den wir einfügen wollen. Wir haben also an der Stelle das Problem jetzt separiert. Und im Prinzip der dritte Teil des Algorithmus ist das gleiche nochmal auf der rechten Seite. Wir machen es genauso, wenn wir rechts belegt haben, laufen wir rechts weiter. Wenn rechts frei ist, tragen wir den neuen Knoten rechts ein. Und unser Algorithmus ist beendet. Ich habe Ihnen das als Animation nochmal aufbereitet. Wir fügen als erstes, die Wurzel ist leer, die Buchstaben D ein. Dann wird ganz klar aus der Wurzel das D. Wenn wir jetzt als nächstes das B einfügen wollen, dann ist das B kleiner. Kleiner bedeutet, wir sortieren von links nach rechts. Das heißt, kleiner bedeutet, das B wird auf die linke Seite eingefügt. Wir sind also in diesem Algorithmus im ersten Teil gleich an der Stelle. Wir haben die linke Seite gefunden, sie ist frei und wir fügen ein. Kommt jetzt das A, dann werden wir das erst gegen das D vergleichen, stellen fest, es muss auf die linke Seite. Die linke Seite ist mit B besetzt, das heißt, wir wiederholen das Ganze mit dem B. Wir stellen fest, B-Nachfolger links ist frei und tragen das A an dieser Stelle ein. Wir haben einen Wechsel, wenn wir das C verwenden. C ist kleiner als D, wir müssen auf die linke Seite. Aber im zweiten Durchgang ist das C größer als das B, also alphabetisch danach. Wir müssen rechts einfügen und wechseln quasi einmal die Richtung im Baum, erst nach links, dann nach rechts. Das ist ein häufiger Fehler, den ich in Klausuren bei der Operation in dem Baum finde. Sie müssen natürlich jederzeit einen Richtungswechsel implementieren können. Es geht nicht, dass Sie das Ganze in Listen aufteilen, das heißt, sie gehen einmal nach links und dann immer nach links oder sie gehen einmal nach rechts und dann immer nach rechts. Also diese Schleife muss immer um den Gesamtvergleich liegen. Wir müssen immer gegen alles vergleichen. Jeder Knoten kann sowohl wieder nach links als auch nach rechts gehen. Ja, und wenn jetzt unser F kommt, das ist der erste Buchstabe, der größer ist als das D, wird natürlich rechts eingefügt, da ist frei. Beim G gehen wir erst einmal natürlich über das D nach rechts. G ist größer als das F, das heißt, wir gehen ein zweites Mal nach rechts. Und beim E wechseln wir wieder die Richtung. D, das E ist größer als D, aber das E ist kleiner als das F. Und Sie sehen natürlich die Daten, so wie sie vorgegeben waren, waren genau so geplant, dass es einen ausbalancierten Baum gibt. Wären die Daten alphabetisch gewesen, dann hätte sich dieser Baum natürlich in eine Liste verwandelt.
Wie können wir jetzt den Baum bearbeiten? Ich habe ein Beispiel wie bei der Liste, das einfache Ausgeben. Das heißt, wir durchlaufen einmal den kompletten Baum. Und hier sei angemerkt, die rekursive Variante ist deutlich einfacher als die iterative Variante. Das heißt, ganz banal, wir teilen wieder das Problem in rechts und links auf. Das heißt, wenn ein Knoten gesetzt ist, also if root, dann gehen wir erst nach links, weil wir wollen ja von links nach rechts ausgeben, also alphabetisch sortiert ausgeben. Wir geben dann das Element aus, nachdem wir die komplette linke Seite des Baums bereits bearbeitet haben, und machen das Ganze nochmal für die rechte Seite. Und ich hoffe, es wird jetzt vom Verständnis klar, dadurch, dass wir erst weiterlaufen, also die Ausgabe erfolgt ja in der Mitte. Wir gehen erst nach links, geben danach aus und gehen dann nach rechts. Das bedeutet, dass wir natürlich erst ganz runter in die Wurzel laufen. Das heißt, wir landen ganz unten links beim A, geben das aus, gehen weiter hoch auf das B, geben das aus. B hat als Nachfolger C, geben rechts eben das C noch aus, laufen dann wieder hoch und machen das Ganze nochmal über die rechte Seite. Das heißt, die Ausgabe erfolgt dann natürlich alphabetisch, weil wir von ganz unten links nach ganz unten rechts das Ganze durchlaufen. Denn dazu möchte ich mit Ihnen das Beispiel Bintree anschauen. Das dauert ein bisschen länger, deswegen schauen wir uns das jetzt gleich im zweiten Video an. Bis gleich.